zu einem richtig, richtig coolen Video. Schreibt mir mal als allererstes in die Kommentare, wie viel Grad es heute bei euch sind. In letzter Zeit war es ja wirklich ziemlich, ziemlich heiß. Und deswegen dachte ich mir, drehe ich nochmal so ein Summer Hacks Video, beziehungsweise es ist eigentlich für jeden Tag, an dem es einfach schön warm ist und die Sonne scheint. Es muss gar nicht richtig heiß sein oder so, die Hacks sind einfach trotzdem richtig cool und machen Spaß. Es ist ja eine richtig coole Mischung aus einem Rezept, einem DIY, ein paar Hacks und ein paar Tipps und Tricks. Ihr kennt mich ja, ich mache ja immer so eine Mischung und ich finde das immer ganz cool und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich war übrigens auch schon hier in meinem Mini-Planschbecken. Meine Haare sehen dementsprechend auch aus, aber das soll es nicht stören, denn wir legen direkt los. Let's go! Als allererstes habe ich einen Tipp für euch gegen Sonnenbrand. Hatte wahrscheinlich schon mal fast jeder. Sollte man natürlich vermeiden mit Sonnencreme, aber manchmal passiert es dann ja trotzdem. Und was ihr dann machen könnt, ist Aloe Vera Body Gel, das habe ich hier mal bei DM gekauft, einfrieren. Und zwar in so eine Eiswürfelform. Ja, die habe ich mal bei Teddy gekauft. Ich glaube, die gibt es sogar gerade für 10 Cent im Angebot, weil die Sommerzeit ja so langsam sich dem Ende zuneigt. Aber wir hatten ja jetzt eine richtig heiße Phase und ich glaube, jetzt waren auch einfach viele, viele in der Sonne von euch. Deswegen kann ich das sehr, sehr empfehlen. Ich achte bei diesem Aloe Vera Gel eben darauf, dass möglichst viel Aloe Vera da drin ist. Das ist, glaube ich, dabei 90% oder so. Da gibt es sicherlich noch bessere, aber das ist ganz gut. Es kühlt und pflegt die Haut, falls man wirklich einen Sonnenbrand hatte. Ich habe das jetzt hier so eingefüllt. 6 Stück reichen erstmal, weil die sind schon ziemlich ergiebig. Die kommen dann für ja, circa 2 bis 3 Stunden ins Gefrierfach, in den Gefrierschrank, wollte ich sagen, genau. Und dann könnt ihr das auftragen. Es war richtig, richtig sonnig und das war auch so eine krasse Erfrischung. Also ich würde es natürlich machen, wenn ihr eher aus der Sonne rausgeht und nicht direkt in der prallen Sonne sitzt. Das macht irgendwie keinen Sinn, aber trotzdem ist es eine richtig gute Erfrischung und kühlt und pflegt die Haut eben, gerade wenn die vielleicht ein bisschen gereizt ist. Man muss ja nicht immer direkt Sonnenbrand haben, die kann ja auch so ein bisschen gerötet sein, trocken, dann ist das auch eine richtig gute Sache. Und ja, das war wirklich richtig angenehm. Könnt ihr mal ausprobieren, kann man einfach immer im Gefrierschrank haben, nimmt nicht viel Platz weg. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Ich habe es richtig genossen. In meiner Insta-Story hatte ich das schon berichtet. Und zwar habe ich mir einen Mini-Kühlschrank bestellt für meinen Schminktisch. Eigentlich ist der auch fürs Auto gedacht, also das kann man verwenden, wie man möchte. Es gibt aber tatsächlich auch Mini-Kühlschränke für Kosmetikprodukte. Ja, und zwar gerade im Sommer ist es so, so angenehm, wenn man solche Augenpads, diesen Rosenquarzroller oder eine Gesichtsmaske im Mini-Kühlschrank lagert. Ihr könnt natürlich das auch in ganz normalen Kühlschrank tun. Aber ich wollte euch unbedingt meinen kleinen Kühlschrank zeigen. Ich kann euch den gerne mal unten verlinken. Ich verlinke euch auch noch eine schickere Alternative, die habe ich im Nachhinein erst durch eine Followerin von mir erfahren, dass es den bei ASOS gibt. Dann bekommt ihr es auch schneller, weil ich habe das irgendwie gefühlt, musste ich 3 Jahre auf dieses Teil warten. Nein, natürlich nicht, aber irgendwie so 4 Wochen oder so. Also falls ihr Interesse habt, ich verlinke euch mal 2 Sachen in der Infobox. Ansonsten kann ich es einfach sehr empfehlen, eure Kosmetikprodukte jetzt bei der Hitze im Kühlschrank zu lagern. Und das ist so, so angenehm morgens, gerade wenn man so ein bisschen verquollen ist, weil man irgendwie bei der Hitze nicht so schlafen konnte, ist das so schön mit diesen gekühlten Augenpads. Ihr seht, ich genieße das richtig. Und diesem Rosenquarzroller, falls ihr nicht wisst, was ein Rosenquarzroller macht, der kurbelt so das Lymphsystem an, dass die Lymphen arbeiten und vermindert eben, dass dann so ein bisschen puffy aussieht. Und ja, kurbelt einfach die Durchblutung an. Man sieht danach einfach fresh aus, das kann man einfach sagen. Das ist wirklich super schön, das ist wie eine Gesichtsmassage. Und gerade an den Schläfen, Leute, oh mein Gott, das ist einfach wie eine Kopfmassage. Das ist so, so genial. Also ein Rosenquarzroller, müsst ihr mal googeln, ist allgemein ja als Beauty-Produkt sehr, sehr gehypt. Und ich finde es auch sehr angenehm, gerade eben bei so warmen Tagen. Und so sieht's aus. Ich habe mir gedacht, ich stelle mir so eine Summer Glow Up Liste zusammen. Fand ich auch sehr cool. Ich habe mich mal wieder bei Pinterest inspirieren lassen, habe das da eingegeben. Muss aber sagen, mit den Ergebnissen, also da waren schon viele coole dabei, aber da war jetzt keine Liste bei, wo ich sagen würde, cool, die kann ich euch empfehlen, die würde ich selber machen. Und dann dachte ich mir so, mal schauen, was es noch so gibt. Und habe mir echt ziemlich viel durchgelesen, habe mir auch viele Punkte gemerkt und habe mir dann einfach gedacht, dass ich mir doch einfach, wie eigentlich immer, eine eigene Liste erstellen werde. Und zwar war ich natürlich wieder bei Canva.com. Ihr kennt die Seite von mir schon, ich verlinke die auch gerne unten. Da kann man sich eben alle möglichen Templates aussuchen und dem ganz viele Vorlagen, das ist richtig cool. Und dann habe ich mir eben so eine Summer Glow-Up-Liste zusammengestellt. Ich habe mich immer mal wieder inspirieren lassen bei Pinterest, habe geguckt und ihr seht, da geht es eben um Wasser trinken, alles, was halt der Gesundheit auch gut tut, genügend schlafen und, Pediküre. Ja, ihr seht es, da könnt ihr natürlich ganz individuell eure Glow-Up-Liste gestalten. Und ich habe mir die natürlich dann auch wieder ausgedruckt, weil ich finde, das ist immer ganz schön, wenn man das so visualisieren kann. Gerade wenn man vielleicht einen wichtigen Tag vor sich hat, dann sind das auf jeden Fall viele Sachen und Punkte, die man so ja, beachten kann. Allgemein, das sind einfach Punkte, die man immer wieder machen kann, um sich einfach fresh und gut zu fühlen. Genau,
Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich mag es, dass es da jetzt so hängt und man es immer sieht. Was gibt es im Sommer Besseres als schokoüberzogene Erdbeeren? Ja, Leute, ich habe mir Erdbeeren geholt. Das waren sogar deutsche noch. Also es gibt ja jetzt, glaube ich, nicht mehr so lange deutsche Erdbeeren, oder? Manchmal gibt es noch so Spätsorten. Ich kenne mich nicht so aus. Auf jeden Fall waren die sehr, sehr schön süß. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue einfach mal in meiner Backkiste. Ich wollte nämlich eigentlich so mega fancy Schoko-Erdbeeren machen mit so Streuseln und so drauf. Aber im Nachhinein dachte ich mir, eigentlich schmeckt das gar nicht so geil. Die Schokolade ist eigentlich das Beste auf den Erdbeeren. Und dann habe ich mir 2 Tafeln Schokolade geholt. Und die erstmal schmelzen lassen, beziehungsweise ich habe noch meine Lebensmittelfarbe, die ich euch mal gezeigt habe, die so, so hammer ist. Ich verlinke euch die super gerne. Da, die Farben sind so intensiv und da ist einfach jede erdenkliche Farbe bei. Ich habe mir da 2 Stück rausgesucht, ich konnte mich nicht so entscheiden. Und zwar seht ihr gleich die beiden hier, einmal Pink und Rosé. Denn ich dachte, ich kann die weiße Schokolade damit einfärben. Auf jeden Fall habe ich dann meine Schokolade in ein Wasserbad gegeben. Das funktioniert übrigens bei diesen Milka-Schokoladen echt gut, weil die halt aus diesem Material bestehen. Also wenn ihr jetzt so eine Papppackung habt, dann könnt ihr es natürlich nicht machen. Dann müsst ihr die schon so im Wasserbad schmelzen, wenn ihr sie ausgepackt habt. Aber so geht es eigentlich ziemlich gut. Und dann könnt ihr die einfach aufschneiden. Und ich habe jetzt hier 3/4 meiner weißen Schokolade in so eine kleine Schüssel gegeben. Ihr könnt mir gerne mal sagen, was eure Lieblingsschokolade ist. Also Vollmilch, Zartbitter oder weiße Schokolade. Würde mich mal interessieren. Ich mag eigentlich alles, aber Zartbitter mag ich so eigentlich am wenigsten. Kommt aber auch ein bisschen auf die Kombination drauf an. Auf jeden Fall habe ich dann meine restliche weiße Schokolade über meine Erdbeeren so gegeben. Ich muss sagen, ich hätte die noch ein bisschen länger in dem Wasserbad lassen können, damit die noch ein bisschen flüssiger wird. Die war zwar so cremig flüssig, aber ja, ein bisschen länger wäre besser gewesen. Ich hätte so ein bisschen feinere Tropfen machen können. Das hätte mir, glaube ich, optisch besser gefallen. Dann habe ich meine restlichen Erdbeeren. Ich hatte ja noch eine 2. Ladung genommen und habe mich für die Lebensmittelfarbe entschieden, und zwar für das Pink hier. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich glaube, jede Farbe wäre cool gewesen, aber ich glaube, so gelb oder so hätte ich irgendwie jetzt ein bisschen seltsam gefunden. Und jetzt seht ihr mal, wie heftig, schnell und intensiv diese Farbe ist. Also ich bin richtig begeistert. Und ja, das habe ich natürlich dann auch über meine Erdbeeren gegeben. Und es sieht so lecker aus. Ich könnte die jetzt nochmal essen. Natürlich sind sie mittlerweile leer. Aber gut, egal. Ich mache es auf jeden Fall nochmal. Und das habe ich da auch so drüber geträufelt. Hier seht ihr auch, es könnte ruhig ein ganz bisschen flüssiger sein. Aber passt schon. Genau das gleiche habe ich übrigens auch noch da gemacht, wo die weiße Schokolade drüber war. Ich fand es eigentlich ganz cool, die Kombination. Und ich hatte ja auch noch Zartbitterschokolade geschmolzen. Ich muss sagen, die hätte ich gar nicht gebraucht. Die hätte ich eigentlich auch weglassen können. Aber die war dann ja schon flüssig. Also habe ich die auch noch oben drüber gegeben. Das könnt ihr natürlich selber entscheiden, wie viel ihr nehmt. Und ja. Die ist übrigens ein bisschen flüssiger gewesen, wie ihr seht. Das war ein bisschen besser. Ja, und das ist auch schon das Ergebnis. So, so lecker. Perfekter Snack. Könnt ihr gut im Kühlschrank aufbewahren bei den heißen Temperaturen. Und es ist einfach super lecker, glaubt mir. Gerade auch für Gäste. Vielleicht macht ihr es ein bisschen schöner als meine Erdbeeren. Sahen irgendwie nicht so mega aus, aber egal. trotzdem waren sie super lecker. Sehr zu empfehlen. Ich finde, Eis geht eigentlich immer. Und deswegen habe ich hier diese süßen Eisformen, hat meine Mama mir mitgebracht. Ich weiß gar nicht, wo es die gibt. Wenn ich sie finde, verlinke ich euch sie unten. Aber ich kann euch auch eine Alternative verlinken. Auf jeden Fall dachte ich mir, mache ich 2 richtig leckere Eissorten. Einmal habe ich mir so eine Banane genommen. Die hätte auch noch ein bisschen reifer sein können. Also falls ihr überreife Bananen habt, dann passt das sehr, sehr gut. Und die habe ich erstmal zermatscht. Und dann dachte ich mir, so eine Kombination aus Kokos, Banane und irgendeinem Nussmus wäre doch mega lecker. Also habe ich ein paar Kokosraspeln darüber gegeben. Und dann, absolute Empfehlung ist dieses, ja, Nussmus, also das ist Kokosmandelmus mit Datteln gesüßt. Falls ihr das seht, das gibt es bei Alnatura und bei Dance, glaube ich. Das ist so unfassbar lecker. Und das habe ich da so ein bisschen reingemischt und dann in meine Ananasform gegeben. Ich fand, das passte bei Ananas jetzt so am besten. Und ja, das sind so Silikonformen. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil die kann man nachher sehr, sehr gut da rauslösen. Da gibt man dann unten diesen Eisstiel rein, den man auch immer wieder verwenden kann. Und dann kann man die easy zumachen. Genau. Ja, dann habe ich mich noch für eine 2. Eissorte entschieden. Und zwar hatten wir so einen Joghurt im Kühlschrank. Den hat, glaube ich, mein Freund gekauft. Der war sogar auch reduziert, weil da, glaube ich, schon was abgelaufen war. Mit, ich glaube, ist das Granatapfel und Himbeere. Ich habe gar nicht so drauf geachtet. Aber ich dachte, rosa passt gut für die Wassermelone. Den habe ich einfach da reingegeben. Ich dachte, es wird vielleicht so ein bisschen fruchtzwergemäßig. Und für den extra Pep habe ich noch ein paar frische Himbeeren reingegeben. Genau, auch da habe ich wieder den Eisstiel reingetan. Und dann kam das Ganze, oder die beiden Eisdinger in das Gefrierfach für circa 6 Stunden. Also so lange braucht das schon. Und so sah das Ergebnis aus. Super, super lecker. Gerade das Ananas-Eis, also diese Ananas da, hat mir am besten geschmeckt. Aber beides, finde ich, sieht richtig cool aus. Selbstgemacht und schmeckt wirklich richtig, richtig lecker. Also sehr, sehr zu empfehlen. Das war's auch
schon. Ich hoffe sehr, es war für jeden was dabei. Wenn ihr was davon nachmacht, vielleicht sogar das Eis, die Eisideen, dann schickt mir unbedingt Fotos auf Instagram. Ich bin auch mal gespannt, wie eure Eisformen aussehen. Das finde ich immer super spannend. Also super gerne per Direktnachricht, das sehe ich auf jeden Fall immer. Ansonsten könnt ihr mir gerne sagen, wie die Wettervoraussichten so bei euch in nächster Zeit aussehen. Ich glaube, bei uns soll es eigentlich warm bleiben, aber immer mal so ein bisschen wechselhaft. Aber ich muss auch sagen, 22, 23 Grad und Sonne ist ja trotzdem voll warm. Da kann man ja trotzdem voll viel machen und draußen sitzen und so. Vielleicht sogar ein bisschen angenehmer als 32 Grad. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es war einfach so heiß. Ansonsten habe ich sehr, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich über Feedback. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!